Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Wir haben heute ein ganz besonderes Video geplant. Ich bin nicht alleine hier. Ich bin heute bei meiner Cousine eTolerance zu Hause. Ihr kennt sie vielleicht aus den Fotos. Und die Julia ist heute mit dabei. Hallo. Wir werden heute Folgendes versuchen. Wir möchten einen Chuck-Chuck von Fortnite nachbacken, beziehungsweise backen eher nicht, weil gebacken wurde schon. Der größte Chuck-Chuck der Welt, einfach kurz und knapp, bam. Kilian habe ich mit dabei, Leute, weil Kilian ist gelernter Bäckermeister. an der Stelle, das war gelogen. Kilian hat sich noch nie in seinem Leben irgendwas in der Küche, glaube ich, gemacht. Nee, Mann. Deshalb, Kilian, ich glaube, braucht einfach irgendwen, der noch beschissen ist bei dieser Sache. Du brauchst einfach jemanden, falls das Ding in die Hose geht, wo du die Schuld rausschieben kannst. Ganz genau, das bin dann an dieser Stelle ich. Genau. Die beiden haben auch einen Blog, also schaut auf jeden Fall unbedingt mal vorbei. Julia macht Torten. Richtig, richtig krass. Und meine Cousine macht ja alles, was allergisch und histaminarm und so weiter und so fort. Glutenfrei. Diese Torte wird glutenfrei. Sagt mir jetzt nichts, aber schaut einfach mal gerne vorbei. Wie fangen wir am besten an? Ja, also als erstes werden wir jetzt die Böden natürlich alle aufeinander schichten. Dann werden wir die mit einem selbstgemachten Kaffeesirup tränken. Mhm. Und dann werden wir die mit der Creme bestreichen, die müssen wir gleich noch mal ein bisschen warm machen. Das ist jetzt nicht so eine Creme eigentlich. Nee, ist jetzt noch keine Creme. Ist halt mehr. Ja, genau. Wenn die Torte dann zusammengesetzt ist, werden wir die dann etwa in die Form einer Bierdose bringen. Für den oder einen Chuck-Chuck. Ja, genau. Oder das. Dann werden wir sie jedenfalls schnitzen, dann in Buttercreme einstreichen und dann dürft ihr das Fondant ausrollen und die Torte eindecken und dekorieren. Ja, da geht's dann wahrscheinlich in die Hose. Ja, okay, dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Mal runter. Nee, ich mag keinen Kaffee. So, ich muss jetzt nochmal sagen, dass wir hier in einer wirklich ganz langen Aktion alle Böden hier gebacken haben. 6 Stunden. Ein Boden backt eine Stunde, 6 Böden haben wir. Also ihr könnt ja alle rechnen, ne? 8 Stunden wären es dann, oder? Nö. Vielleicht hältst du ein bisschen näher. Ansonsten sind wir alle mit geduscht hier. Haltest du mal ein bisschen noch näher. Hallo! Ja, was soll ich denn machen? Du hast einfach den ganzen Tisch mitgetränkt. Ja, wir müssen danach wahrscheinlich einmal drüber wischen. Wir müssen die Creme einmal tun wir jetzt gleich die Creme dazwischen machen. Genau, wir tun jetzt die direkt hier. Oh, das ist wie Zement, Bruder, bei Mauern. Ja. So, jetzt kommt hier die Creme einmal drauf. Die sieht richtig, richtig gut aus. Sollen wir mal sagen, was da drin ist in der Creme? Ich würde fast schon sagen Schokolade, oder? Ja. Und jetzt mache ich einfach so. Ja. Stark, Seppe. Tut einmal hier schön zusammenpappen. Ja. So, nächste Schicht. Hä, ist doch super, das sieht doch keiner. Da ist doch was oben drüber. Das ist trotzdem schön. Ja, warum muss das denn schön sein? Weil wir eine Torte machen, das muss mit Liebe gemacht werden. Ja, warum mit Liebe? Genau. Okay, Kila, möchtest du mal? Ja, gerne. Okay. Aber ich gehe ein bisschen näher hin als du. Wunderbar. Das spritzt einfach, das ist, glaube ich, normal. Da können die nicht mal was dafür. Muss ich nicht in Schutz nehmen? Ich könnte es einfach nicht. Weißt du, wie so eine Sprühflasche funktioniert? Wenn du den bestimmten Winkel hältst, dann kommt da nichts mehr raus. Merkst du das selber, ne? Aber wie du machst es einfach in die andere Richtung. Ah, dann ist Thomas dann. Wenn Thomas jetzt dreckig wird, ist das halt so, ne? Also, das macht Spaß, ne? Bruder, ich fühle mich wie im Maurer-Business. Kilian, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe einfach gelernt, weißt du, ich bin ein ziemlich lernfähiger Mensch und ganz ehrlich, so wie ich das mache, kann das einfach nur geil werden. Genau. Und jetzt muss der geschnitzt werden. Ja, Kilian, deines Zeichens Handwerker. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Okay. Das muss ich, oder was? Ja. Macht man das so oder mache ich das jetzt so? Du musst wie so ein Döner-Mensch. Achso, wie jetzt Döner? Einmal mit alles scharf. Komm mal her, ganz kurz. Das ist auch besser als den Müll, den du gerade anhast, das Adrett-Ding. Ja. Mach mal wieder die Arme hoch hier. Leute, folgt mal hier rein. Dönermann, Kilian und Jesse auf Instagram. Das geht. Und der Julian natürlich auch. Ganz wichtig. Immer zwischendurch der Flex. So, schau, Kilian, ich mach das mal. Bleib ruhig so stehen, das passt. Ich zieh mal ein bisschen fester. Ja. So. Ist echt wie Döner. Schon. Vergleichst du bitte nicht mal den Torte mit dem Döner? Ja, Kilian hat ja echt unsauber gearbeitet. Das sieht man auf jeden Fall. Ja. Die Grundform steht soweit schon mal. Ich wäre damit jetzt tatsächlich schon zufrieden, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir sind der Sache so nah angekommen wie möglich. Thomas macht den Rest dann in Photoshop, meine Freunde. Aber die beiden haben natürlich einen anderen Qualitätsansatz als wir. Da ist noch gar nichts drin. Sorry, ich wollte nur mal gucken, wie das funktioniert. Leute, jetzt gibt's Beauty Shots von einer Buttercreme. Weird. A thousand words ain't enough to define the body of. Body up, yeah. Caught a look and she wants it back. She's firing up that body up, yeah, babe. You think that I want you, but nah, babe. You're one in a million, but it's not for me.
Wir haben jetzt hier eine Butter, die so lange gerührt worden ist, dass sie nicht mehr aussieht wie eine Butter. Und jetzt kommt da Pudding rein, und zwar Vanillepudding. Wenn ihr mal Hunger zu Hause habt, nehmt euch einfach einen Riegel Butter, schlagt da 10 Minuten drauf rum, dann könnt ihr dann einfach mal gemütlich beim Abendessen euch als Nachtisch reinziehen. Ein bisschen Zucker oben drüber, fertig, oder? Ja. Super. Okay. Ich liebe Buttercreme. Der Fettgehalt ist schon schmeckbar. Gut, denn so persönlich naschen würde ich es jetzt nicht. Durch die Kühlung, ja, ist natürlich auch hier unsere Creme steinhart geworden. Das heißt, das Ding hält jetzt. Jetzt kommt da oben die Buttercreme drauf. Dann lass mal spachteln hier, oder? Also das erste Mal einstreichen ist jetzt nur, um die Krümel zu binden. Soll ich mal machen? Mach. Einfach mal hier. Das muss relativ dünn, könnt ihr das machen. Oh, das macht so Spaß. Das Ding ist, ich habe was Handwerkliches damals gelernt, deswegen kann ich halt spachteln, ne? Das ist ja so ähnlich. Sieht man aber gar nicht, komisch. Gut, wir haben zu viel von der Creme dazwischen, wir haben zu viel von dem Zeug. Die macht ja, das habe ich extra zu viel gemacht. Man nimmt immer lieber zu viel als zu wenig. Ja, ich mache das leer. So ein bisschen Buttercreme kann man auch eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Wie gesagt, Leute, nehmt euch abends einfach top Buttercreme, setzt euch vor den Fernseher. Wow. Der hat es auch, glaube ich. Wow, guck mal hier, das ist ja super sauber geworden, Kili, das ist ja echt toll geworden. Und das heißt, wir tun das jetzt kühlen, dann machen wir noch eine Schicht Buttercreme, dann tun wir nochmal kühlen und dann kommt das auf die Foundation drauf. Genau. Fondant, guck mal auf jetzt, das fällt nicht hin. Geh jetzt mal, Thomas, mach mal hier sauber jetzt, das passt schon, wir sind Profis, Mann. Ja. Jetzt wird Fondant gerollt. Das ergibt nämlich später quasi den Farbverlauf von Chuck. Wir haben hier einmal grün und einmal blau. Und dann gibt es ja noch diese grauen Streifen. Die werden aber tatsächlich von Julia und uns gemalt. Das ist ja... Wird aber weicher. Alter Schwede, Junge. Du meinst echt schon ziemlich weich. Kein Wunder, wieso die Bäckermeisterinnen immer so ein Kreuz haben, ey. Was soll das denn heißen? Nein. Schau mal, Thomas, ich habe ein Herz gemacht. Für mich? Könnt ihr mal probieren, ob es euch schmeckt. Oh, das ist ein Herz. Das ist aber kein schönes. Also. Sieht aus wie ein Dorito. Junge. Okay. Jo. Jetzt machen wir was. Machen wir erstmal zu einer schönen Kugel das Ganze vorne. Meins schaut aus wie Riso, Digga. Riso. Warte. Guck mal her, Junge. Das ist mal ordentlich anziehen. Guck mal hier, geh dich mal an hier. So, hier. Früher, ne? Ja. Super, danke dir. So, also wir wollen ja einen Übergang haben zwischen Blau und Grün. Und normalerweise hat man dafür eine Airbrush-Pistole, die wir jetzt aber nicht haben, weswegen wir das Ganze mit dem Fondant machen können. Können wir nebenan der Autowerkstatt mal fragen, vielleicht. Ja. Jetzt einfach so Würstchen machen? Ja, genau. Also Kilian, der hier ist auf jeden Fall zu kurz, tut mir leid. Aber das kennst du ja schon. Sehr. Jetzt müssen wir hier erstmal die Größen rollen. Nach hinten, die dicksten. So, wir legen die, ordnen die erstmal nach Farben. Hast du gehört? Nach den Größten und nach den dicksten. Ja, kennt er nicht. Dann weiß der, wo du dich anstellen musst. Ganz vorne. Ja. Ganz vorne kommen die Kleinsten. Das ist wie der von Kilian. Guck mal, wenn wir jetzt hier so abmachen, das ist Kilian. Lang, dünn und eklig. So. Hey, Ladies, haltet euch mal zurück jetzt hier. Wir wollen jetzt hier was backen. Also, ne? Wir wollen ja hier in der Mitte diesen Übergang haben. Hm. Das heißt, wir machen das jetzt. So. Oh, Remix. Ja. Oh, schaut gut aus. Jo. Also, ihr wollt das natürlich jetzt in diese Richtung machen. Das macht Spaß, ne? Nee. Und jetzt nochmal mit dem Hintergrund, das macht die Julia sonst alles alleine für eine Torte. Apropos viel Arbeit, dann gibt es jetzt auch eine schöne Tumblr, weil ich habe keinen Bock mehr, die Kamera zu hören, okay? Hallo? Nein. Doch. Was? Das ist jetzt die Außenseite. Crazy, crazy, crazy. Auch genau den Farbton getroffen von dir, wirklich. Dankeschön. Und ich habe hier nochmal einen ganz kleinen Aufruf. Die Mädels wissen das gar nicht. Folgt den beiden unbedingt auf Instagram. Meine Cousine fehlen auch noch 3000 bis zu 10.000 oder 2.500. Also macht die auf jeden Fall mal voll bei der Julia. Solltet ihr definitiv auch mal vorbeischauen, Leute, damit wir da 3.000, 4.000. Das sollte schon gehen. Da sind beide Links in der Beschreibung. Subt da jetzt auf jeden Fall mal auf Instagram rein. Würde mich und die beiden unglaublich freuen. Ja, da würde ich jetzt auch einfach mal sagen, da gucke ich jetzt lieber nur zu, weil jetzt geht es ja echt ums Äußere und da, also. Sind wir zu perfektionistisch? Nee, da bin ich einfach zu scheiße. Schaut euch mal ganz kurz bitte dieses Meisterwerk hier an, Leute. Sexy Kuchen auf jeden Fall, wirklich. Die liebe Julia hat jetzt hier 7 Kilo Block Fondant mitgebracht. Damit werden wir jetzt diese grauen Streifen, diese silbernen Streifen machen. Dafür gibt es eine silberne Farbe. Wenn das Ganze dann später zusammengebastelt wird, dann sehen wir es einfach nochmal wieder. Thomas, du hast jetzt wieder, also kannst jetzt dann
Was jetzt gerade passiert, ist Folgendes. Julia rührt gerade ihren Wasserfarbkasten an. Ja, wir haben hier quasi eine kleine Wasserfarbe aufgesetzt, die das Ganze dann damit eingepinselt wird, damit wir halt diesen Farbton hinbekommen. Jetzt ist hier dieses Pulver. Und das sind wirklich Lebensmittelfarben, die aber halt aussehen wie normale Acrylfarben. Das ist total crazy. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht und ihr auch. Und deshalb springen wir jetzt einfach direkt zum Ende. Alter. Thomas. Ja, was? Ich habe gesagt, wir springen direkt zum Ende. Was soll das? Auch wenn es geil aussieht, das sollen die Leute nicht sehen. Das ist verboten. Thomas, ich habe gesagt, wir schauen uns das Endprodukt an. Aber. Hör auf, mehr zu arbeiten, als ich dir sage. Thomas. Aufhören. Lass gut sein. Ja, hier unten muss es dran. Genau. Ah ja, sehr gut. Oh mein Gott. Alter Schwede. Schaut euch diesen Jug mal bitte an. Ist der nicht krank? Also wirklich, das ist doch der absolute Hammer. Ich habe hier oben gerade diesen kleinen Nupsi gemacht. Der wird jetzt nochmal schön silber angepinselt, weil der ist ja hier oben auch drauf, wie man sehen kann. Und es ist echt crazy, wie diese Farbe einfach aussieht. Also das ist wirklich komplettes Silber. Ja, jetzt geht es natürlich hier in die geisteskranke Handarbeit, Leute. Das muss natürlich jetzt hier alles gepinselt werden, damit das wirklich auch aussieht wie ein Jug. Ja, der ist ja nicht grau an den Seiten, sondern halt silber. Okay, Leute, schaut euch bitte dieses Meisterwerk an. Ich glaube, da stecken jetzt an die 12 Stunden Arbeit drin insgesamt, so um den Dreh. Mehr. Und ich bin mit dem Endprodukt richtig krank zufrieden. Kilian hat es noch nicht gesehen. Kilian, Bro, komm mal kurz rein. Kilian hat nämlich nebenan jetzt ein Video geschnitten. Junge, 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 das ist schon echt heftig, oder? Das ist echt krass. Vor allem mit dieser Farbe kommt das halt nochmal so richtig unglaublich. Ja, ja. Aber der ist viel zu schade, um den zu essen. Ist eigentlich so, ne? So, wenn man den jetzt so hochnehmen würde. Von der Proportion her ist das krasse. Ein Chuck ist ja wirklich genauso groß. Weißt du, was ich meine? Das kommt halt eins zu eins hin. Ja, Julia, riesiges Shoutout an dich, riesiges Shoutout an Jesse. Schaut auf jeden Fall bei den beiden vorbei. Definitiv, die Links sind ja wie gesagt in der Beschreibung, meine Freunde, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Aber jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Du hast ihn größtenteils gemacht, du darfst ihn noch anschneiden. Okay. Oh mein Gott. Schaut aus. Okay, Leute. Und er ist glutenfrei. Und er ist glutenfrei, schaut mal jetzt hier ganz kurz rein. Und laktosefrei. Und schaut mal hier rein, Leute. Das ist einfach ein Kuchen, den wir gemacht haben. Wirklich krass. Wirklich, ja, wirklich krass. Mal. Ich bin mal gespannt. Ich probier erstmal hier. Einen generellen Boden. Mmh, dieser Kaffee kommt richtig gut durch. Jetzt haben wir hier einmal diese Schokoladenganache. Heißt das, glaube ich, ne? Ja. Oh mein Gott, Junge, das ist so lecker. So, und jetzt werden wir einfach alle mal probieren. Nee, hol dich. Her mit dem Stück. Das ist so lecker, man schmeckt diesen Kaffee so. Oh, ich will das mit der Buttercreme. Okay, ich will nur hier oben den Kontakt. Schaut auf jeden Fall bei den beiden am Blog vorbei, Leute. Die Rezepte gibt es einmal bei ihr und bei ihr auch zu sehen. Beide Blogs in der Beschreibung verlinkt, Leute. Folgt den beiden auf jeden Fall auf Instagram rein. Wir haben ein Ziel eben ausgemacht. Denkt mal, dass wir es hinbekommen. Schaut auch von mir jetzt bei Kilian vorbei. Muss aber nicht sein. Leute, das war's für dieses Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Und denkt mal, wir gönnen uns jetzt noch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.